der da, liebe Freunde, der da, der gute Ed, ja, der ist ein Arsch. Ich begrüße euch aber dennoch hier bei Verspielt Game mit Herz und zu diesem Teil mit Demon's Souls. Und beim letzten Mal habe ich versucht, mit Ed zu reden und ihm die heiße, rote, die glühende Dämonenseele zu geben. Ja, vom guten Flammenschleicher. Und die wollte er nicht. Und dann habe ich nochmal geguckt. Und man muss einfach nur ganz oft mit ihm reden. Mit dem guten Ed. Und dann funktioniert das. Und genau das machen wir jetzt, liebe Freunde. Yes, that's the one. A red hot demon soul. Now you can bless your weapon with another demon soul. Sehr gut, liebe Freunde. Genau das machen wir nämlich. Wir geben ihm jetzt die glühende Dämonenseele, damit wir Bosswaffen machen können. Na, endlich, liebe Freunde. Wise choice. You've done well to put your trust in the great blacksmith Ed. Bring me a demon soul. I shall use it to bless your weapon. So, endlich, liebe Freunde. Endlich können wir daraus ein bisschen was machen. Aus den ganzen Sachen. Na, wir können zum Beispiel, außerdem können wir hier unser Richterschild upgraden. Ach, das ist so schön. Dazu bräuchten wir die farblosen Dämonenseelen. Heimbar, aber wir haben nicht genug Seelen dafür. So, das ist ja auch so, das sind ja die farblosen Dämonenseelen, braucht man zum Upgraden der Waffen, der Bosswaffen oder zumindest unique, also der einzigartigen Waffen. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht, das mache ich jetzt zwischen den Teilen irgendwann, damit wir, blablabla, ich habe dir gerade eine abartig geile Dämonenseele gegeben und du machst mich auf der Seite an. Mensch. Übrigens, interessanter Fun Fact, wenn man Ed tötet, dann lässt er die Hand Gottes fallen, also die hatten wir ja auch beim letzten Mal eingesammelt, die gehörten dem großen, einem großen Krieger, der Drachen mit bloßer Hand niedergestreckt haben soll, ja, und im Englischen der große, the big M, Big Miyazaki, hat er sich selber ins Spiel reingehauen, der gute Hidetaka. So, nachdem wir das geklärt haben, endlich, können wir jetzt endlich dann Bosswaffen machen, wenn ich zum guten Ed gehen will. Und jetzt können wir aber die weißen Welten denn jetzt hier angehen, liebe Freunde. Dazu müssen wir erstmal noch zum Nexus zurück. Und ja, liebe Freunde, ich bin echt... jetzt geht's wieder halbwegs. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil es gibt sehr viele Bugs, die in diesem Spiel immer noch drin sind. Zum Beispiel der berühmteste Bug ist, dass Ed, oder zumindest es gibt einen Bug, dass Ed verschwinden kann aus dem Spiel, für immer. Und zwar nämlich, wenn man von purer weißer Weltentendenz in pure schwarze Weltentendenz geht und dann wieder zurück in pure weiße Weltentendenz in der Steinfangkatakombe. Dann ist Ed nicht mehr da. Und das kann einen richtig abfacken, liebe Freunde. Das kann einen richtig, richtig abfacken. So, liebe Freunde, bevor wir das, aber das wollen wir jetzt nicht tun. Wir gehen jetzt erstmal zurück in den zum Kaltstein des Drachengottes. In diesem unterirdischen Schrein ist der Drachengott gefangen. War der Drachengott gefangen? Wir haben ihn getötet. Die Ahnen der Ausgräber verehrten ihn und haben den Schrein instand gehalten. Ja, er hat aber trotzdem, muss er anscheinend jeden weggeknüppelt haben, ja, der dorthin gekommen ist, weil der war ja nicht mehr sehr instand, der Schrein. Ne? Weil war ja schon reichlich kaputt. Da lag ja schon sehr viel Zeug rum, das wir mit unserem Schwert übrigens aus dem Weg geräumt haben. Steinsäulen mit dem Schwert. Verrückten bei Demon's Souls. Aber da würde ich sagen, liebe Freunde, warum denn hier? Warum gehe ich denn nicht zum Kaltstein des Flammenschleichers? Ist ja viel mehr sinnvoll, weil nur in der puren weißen Weltentendenz, das ist wirklich schwer. Ich sage eigentlich jetzt, ab sofort sage ich Pure White World Tendency. So, bin ich jetzt Englisch. Ich will es eigentlich immer relativ deutsch hier halten, weil ich mag diese Verenglischung, sage ich jetzt einfach, ist auch kein deutsches Wort übrigens, Verenglischung, nicht so sehr. Aber in bestimmten Situationen bietet es sich einfach an, weil das der Begriff ist, den die meisten kennen und der lässt sich am einfachsten aussprechen. Von daher machen wir das jetzt so. Pure White World Tendency heißt das jetzt ab sofort. Und wenn wir die pure weiße Weltentendenz haben, habe ich euch gut genatzt. Wenn wir die Pure White World Tendency haben, dann liegt hier, normal, also wenn wir sie nicht haben, ist das hier normalerweise, ach so, guck mal. So. Und. So. Oh, ein Hausscheinklumpen. Brauche ich alles nicht. Ist hier normalerweise ganz viel, wie soll man sagen, Geröll, was wir nicht aus dem Weg räumen können. Und ihr seht, da hinten leuchtet es. Es leuchtet so schön. Es ist eines der besten Schwerter. Es ist arschschwer. Ich kann es nicht anheben, aber es ist so gut. Waffe ziehen. Guck mal, es steckt in der Lava drin, wie einst König Arthus, wenn wir es jetzt rausziehen.
Es ist der Drachenknochenbrecher. Ein geiles Schwert. Ein echt geniales Schwert. Habe ich eigentlich hier ein paar Items vergessen? Das würde mich mal interessieren. Wir können mal hier hingehen. Wir gucken mal. Habe ich Items vergessen? Ich glaube nämlich nicht. Ich persönlich bin der Meinung, ich habe keine Items vergessen. Aber das kann man ja mal... Ich glaube nämlich nicht. Habe ich Items vergessen? Items. Habe ich Items vergessen? Nein, da liegt keins. Weil da können wir nicht gleich den Keilstein wieder nehmen, um uns wieder rauszuwarpen. Denn wir müssen jetzt dann zum Keilstein der Panzerspinne. Nö. Nö. Gibt hier übrigens einen Bug, dass man... einen Gamebreaker. Dass wenn man nicht sofort den Keilstein irgendwie berührt oder zumindest, oder wenn man doof steht und dort steht, wo der Keilstein erscheint, dann ist man hier festgefroren und man kommt hier nicht wieder weg aus diesem Ding. Nö, ich hab alles. Ich hab alles, liebe Freunde. Hab alles geholt, wa? Alle Gegenstände hab ich geholt. Ich liebe, hab ich das schon mal gesagt, dass ich Berliner Dialekt liebe? Berliner Dialekt ist für mich der beste Dialekt. It's one of my favorite dialects. Ja. Nö. Ey, hallo? Ich muss doch hier. Oh, boing. Nee, also liebe ich. Also, für die, die es interessiert, ich komme da nicht her, aber ich wohne ja im schönen Sachsen. Da, wo die schönen Frauen auf den Bäumen wachsen. Sagt man da immer so schön. Also schön im Sinne von, das ist wirklich, also ich mag es hier zu wohnen. Ich habe kein Problem mit Sachsen. Viele haben ja ein Problem wegen der Pegida und Ausländerdebatte und so weiter und so fort. Ich persönlich habe da jetzt, gibt, ne? Aber wie gesagt, will ich jetzt nicht so politisch werden. Aber ich mag den sächsischen Dialekt eigentlich auch. Man klingt zwar immer dumm, ne, wenn man jetzt ja ein bisschen sächsisch redet. So ein bisschen schön. Und das kommt ja auch manchmal bei mir durch, wenn ich so auch sage. Ja, oder so. Aber ich bin nicht in Sachsen geboren. Ich wohne nur schon seit geraumer Zeit hier. Aber da gewöhnt man sich das an. Ich versuche aber trotzdem immer größtenteils Hochdeutsch zu sprechen. Aber genug der Dialektik. Wir haben den Drachenknochenbrecher. Den lesen wir uns dann gleich noch durch im Nexus. Aber wir gehen jetzt erstmal zu einem anderen Keilstein, nämlich zum Keilstein der Panzerspinne. Und da gehen wir nämlich den kurzen Weg zum Boss wieder runter, wo man sich so fallen lassen muss. Und da auf dem Weg dahin, da treffen wir auf den guten Skirvir. Den guten Skirvir. Ah, schönen guten Tag. Sei gegrüßt, junge Frau. Ich bin gleich wieder weg. Ich schaue bloß kurz mal hier noch kurz rein. Aber ich gucke mir jetzt erstmal noch den Knochenbrecher an. Den Drachenknochenbrecher. Ein stumpfer, dicker Eisenbrocken für schwere Hiebe. Die alten Ausgräber von Steinfang sollen diese Waffe für den Kampf gegen Drachen angefertigt haben. Sie wurde mit einem Schutzzauber belegt, der den Träger gegen Feuer schützt. Die Schmiede scherzen, dass man die Waffe wegen ihres Gewichts kaum noch als Schwert bezeichnen kann. Ja, wie gesagt, man braucht dafür 30 Stärke. Das geht eigentlich. Liebe Freunde, ich überlege gerade ernsthaft, ob wir nicht dann mit dem Drachenknochenbrecher in den Kampf ziehen, weil der ist nicht schnell und für bestimmte Bosse braucht man eine schnelle Waffe. Aber gerade gegen so schwarze Phantome, da ist die schon relativ geil. Da haut man schon ordentlich zu. Sag mal, hat sich eigentlich irgendwas verändert? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Naja, hat sich nichts verändert. Gut, liebe Freunde, nee, dann gehen wir jetzt wieder zurück und sprechen mit dem guten Skirvir. Skirvir. Der ist ein echt interessanter Bursche. Nö, der steht hier immer noch da. Nee, obwohl, wir können den Knochenbrecher mal ablegen. Wir können mal so ein paar Sachen ablegen. Wir deponieren zum Beispiel mal... nö, das kann ich eigentlich auch alles ablegen. Das kann ich mal im Level da machen. Aber zum Beispiel hier, das Drachenschlagenschwert braucht doch keiner. Uchikatana hatte ich mal mit, aber nee, mein Segenstreitkolben ist ganz gut. Nee, und der Rest ist in Ordnung. Genau, Ring der kolossalen Stärke. Nö, gut, den Rest können wir dann... Viel mehr Augenstein, Genau, sehr gut. Nö. You have a heart of gold. Den Rest können wir dann nämlich machen. Gut, dann würde ich sagen, dann statten wir jetzt dem guten Skirvir mal einen Besuch ab. Dazu müssen wir zum Keilstein der Panzerspinne. Und da, wie gesagt, den kurzen Weg zum Boss wählen. Ja, liebe Freunde, passiert jetzt im letzten Teil, haben wir einen Boss gelegt. Jetzt heute passiert halt... Das ist halt das Problem mit diesen Pure White World Tendency Events. Die sind nicht immer besonders aufregend, sage ich jetzt einfach mal. Also zum Beispiel im Turm von Latria... gibt's mehrere, aber eines davon ist eigentlich nur relativ cool. Das ist ja hat ja mit Lord Ridiel zu tun. Ansonsten gibt's da noch eins, wo man dann an ein Item rankommt. Da kommt man dann quasi, da ist dann normalerweise, wo Geröll ist, wo kein Geröll ist oder so, ist dann eine Plattform, wo man drüber gehen kann. Aber ansonsten ist
die weißen Weltentendenzen eine nette Idee. Ich persönlich finde sie aber, wie gesagt, ein bisschen, ja, nicht ganz so interessant. Da sind die schwarzen Weltentendenzen schon wesentlich besser. Also, was heißt wesentlich? Aber sind halt interessanter, weil man dann halt gegen schwarze Phantome kämpft und so weiter und so fort. Und außerdem kommen dann die Erzdämonen, also wo man dann die farblosen Dämonenseelen bekommt. Die sind übrigens richtig eklig. Vielleicht zeige ich das in einer Welt dann mal nochmal, wo ich weiß, wo der Dämonen kommt. Achso, wollt ihr mich schon wieder boxen? Da wollt ihr mich schon wieder boxen. Na, guckt mal halt. Klackt mal zu. Oh oh! Oh oh! Nicht sterben. Ein Glück, dass ich... Ach Mensch. Die Viecher. So, den Rest heile ich aber. So. Und zack, zack. Ich liebe diesen schnellen Angriff. Dieses Wuh. Das hat was so Schönes. So, aber das habe ich jetzt nur gemacht, damit die mir nicht im Weg stehen, die Kollegen. Denn kämpfen müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir müssen nur zum guten Skirvir. Und irgendwann muss ich nochmal all die Items holen, die einem hier entgegenstrahlen. Möchte ich jetzt einfach. Kann ich mich eigentlich denn da drüben? Ich glaube, da kommen wir auch zum guten Skirvir, oder? Nee, das ist. Da müssen wir uns dann wegbeamen von dort, wo das Item liegt. Ich glaube es zumindest, oder? Wir können es mal. Ach, liebe Freunde, wir haben heute ein bisschen Zeit. Ich. Nö, dann beamen wir uns zur Not von da dann weg. Kenne ich jetzt auch nichts. Sag mal, wie komme ich denn eigentlich hin? Bin ich jetzt bescheuert? Wie komme ich denn da hin? Muss ich da hinten rumlaufen? Wie war denn das nochmal? Na, hier ist doch Ende. Ist doch Ende Gelände. Wie komme ich denn da nochmal hin? Das ist ja interessant, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rüberkomme. Weil, oder muss ich mich da hier runterfallen lassen? Ist das hier was? Ach ja, richtig. Dann war das so. Hehe. Oh, na das ist natürlich geil, dass man dann hier nichts sieht. So, jetzt muss ich kurz hier hochrollen. Und in der Hoffnung, dass ich hier... Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, liebe Freunde. Natürlich komme ich da nicht hin, weil ich so gierig war. Aber wie gesagt, macht der Weltentendenz ja zum Glück nichts. Ich bin ja in Seelenform. Alles gut. Alles gut. Aber wie gesagt, das ist einer der Playthroughs, wo ich am häufigsten sterbe, weil ich dem, wie gesagt, weil ich das Spiel am wenigsten gespielt habe. Doch, das muss ich doch ganz ehrlich, das habe ich am wenigsten gespielt. Ich habe, wie er mich mal anguckt, so nach dem Motto, was bist du denn schon wieder? Ich habe das am wenigsten gespielt, das muss ich wirklich zugeben. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Ich habe Dark Souls 2 weniger gespielt als Demon's Souls. Nicht, weil ich mag ja Dark Souls 2. Ich bin ja ein Fan von Dark Souls 2. Ich bin ja keiner der Hater. Quasi. Ich bin ein Fan von Dark Souls 2. Oh, nee. Was lässt ihr fallen? Spinnstein. Oh, nee. Ich hab Item-Duping. Nee, ich bin ein Fan von Dark Souls 2. Aber ich hab's, glaube ich, weniger gespielt als... Ja, ich hab's weniger gespielt als Demon's Souls. Au! Nervt nicht. Ja, wie gesagt, die können einen richtig abfacken, wenn man nicht aufpasst. Weil die halt wirklich ordentlich zuhauen. Die sind zwar langsam, aber die hauen ordentlich zu. Was sind das? Grausteinscherben. Oh, da hinten kommt noch einer. Oh! Liebe Freunde, endlich! Ich habe mich die ganze Zeit darauf gehofft, dass ich den... Das ist so gut, liebe Freunde. Es ist einer der besten Waffen. Guckt euch den an. Es ist der Mirthammer. Eine Stangenwaffe mit einem harten Aufsatz. Stangenwaffen können mit einem Schlag mehrere Ziele niedermähen, sind aber schwer zu handhaben und setzen sowohl auf Stärke als auch Geschick. Die längst verlogene Region Mirth ist der Ort, an dem einst die ersten Tempel errichtet wurden. Daher ist diese Waffe für Priester von besonderer Bedeutung. Es ist so gut. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass die den fallen lassen. Die können ihn nämlich fallen lassen. Das ist nämlich der Duluzern, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Das ist so eine geile Waffe. Liebe Freunde, ist diese Waffe gut. Na, ist diese Waffe gut? Woohoo! Ich liebe diese Waffe. Die ist so gut. Ich kann sie sogar benutzen. Aber nein. Hallo? So, dankeschön. Aber ich glaube, damit habe ich Fatroll mit dem Ding. Deshalb wieder zu unserem Halbmondpfeil schon. Sag mal, bin ich jetzt eigentlich total behindert? Ich komme doch darüber. Nee, ich komme nicht darüber. Nee. Ich muss mich dahin fallen lassen.
Mach ich's nochmal, liebe Freunde? Ach Gott, am Ende mach ich's auch nochmal. Ich hab eh nicht mehr. Ja. Machen wir es nochmal. Do it again, Sam. Play it again, Sam. Again and again. Ich glaube, ich muss mich doch... Hey, Alter, wenn ich mal wenigstens was sehen würde. Yep. Ist da drin? Oh, dafür? Dumm. Ich glaube, das war's hier für mich. Nee. Aber dann komme ich nicht mehr zum guten... Ich glaube, da komme ich dann nicht mehr zum guten Skill-Wir, wenn ich richtig informiert bin. Denn der sitzt da... Obwohl, nö, da könnten wir sogar noch hinkommen. Aber da komme ich doch nicht... Wie komme ich da nochmal wieder zurück? Ich glaube, ich muss mich hier wirklich beamen, liebe Freunde. Ich glaube, ich muss mich hier wirklich beamen. Ich probiere es mal. Yep. Yep. Ich muss mich hier beamen. Hätte ich mir die Keilsteinscherbe benutzen können. Egal, liebe Freunde. Wie gesagt, was soll der Geiz? Das schneide ich jetzt raus. Ich schneide jetzt nochmal den Weg raus zum guten Skillwear. Also ich zeige euch den Weg zum guten Skillwear, aber ich schneide jetzt raus, wie ich hier die Typen nochmal platt mache. Das tue ich nochmal. Bis gleich. So, liebe Freunde, hat nicht lange gedauert. Ich habe die schnell kaputt gemacht und ihr glaubt es nicht. Ich habe einen zweiten Myrth-Hammer gekriegt. Die haben noch einen fallen lassen. Das ist so gut. Ich glaube, von hier komme ich wirklich nicht weg, weil wir, für die keine Ahnung haben, wir können nicht springen. Deshalb hätte ich diesen Sprung rein theoretisch in anderen Spielen hätte ich den geschafft. Aber in Demon's Souls gibt es keinen Sprung. Von daher, liebe Freunde, müssen wir das so machen. Ich glaube, hier kann ich mich runterdroppen lassen. Jupp, da sterbe ich nicht. Genau. So, und genau in dieser Höhle da unten, da in diesem Eingang, da ist der gute Skirvir. Und da müssen wir dann hin. Ich muss das mal noch mir irgendwann angucken, wie ich von da wegkomme. Ich glaube, man muss sich wirklich nur porten. Ich lasse meine Seelen da jetzt liegen. Also sollen meine Seelen da jetzt liegen bleiben? Es ist mir gerade egal. So, liebe Freunde, und hier sind mehrere Crystal Lizards. Die können mir aber mal gestohlen bleiben, weil ich will den guten Skirvir nicht anhauen. Ansonsten, ja, genau. Das könnten wir machen, wenn er nicht da wäre, dann könnte ich da hingehen. Aber hier ist der gute Skirvir. Und liebe Freunde, was soll ich euch sagen? Der gute Skirvir ist potthässlich. Guckt ihn euch mal an, warte, ich hole mal mein Messing-Teleskop raus. Moment. Guckt ihn euch mal an. Guckt ihn euch doch an. Das ist doch kein, so sieht doch kein Abenteurer aus. So sieht einer aus, der seinen Rucksack verloren hat. Mama, ich habe meinen Rucksack verloren. So sieht jemand aus. Ja, so sieht doch kein Abenteurer aus. Kein richtig fetter Abenteurer, weil der hat richtig fette Spells drauf, der Kollege. Der gute Skirvir. Der ist ein richtiger, der hat mit Feuer kann er richtig machen. Der ist ein richtig cooler Typ. Und vor allem, was der hier unten will. Warum will der hier unten? Was hat der hier? Ein paar Bottiche? Ja, und ein bisschen hier seine Picknickdecke ausgebreitet. Hat sogar ein bisschen Boost dabei. Ein bisschen was zu saufen hat er dabei. Eine kleine Laterne. Ja, der gute Skirvir. Der Abenteurer, der Wanderer, wie er heißt. Na gut, Skirvir, erzähl mir mal was über dich. Egad! Oh, you nearly frightened me to death. Creeping up on me like that. My name is Skirvir. I seek treasures of the unknown. I'm impressed you've come this far. Were you guided by a sixth sense or a brash imprudence? Either way, you've more skill than I. Let us put that skill to work. There is a temple beyond here, below the ground. It is a work of art, molded by the ancient burrowers to appease the bones of dragons. As a precaution, a broad sword which can crush bone and slay dragon is stored in the temple. Truth told, it is the laughing stock of many a swordsmith. They say it's as blunt as a bludgeon. A dull blade meant to slay a dragon. Curious, is it not? I would search for it myself, but I'm afraid I'd fare poorly against the demons. If you happen to come upon the sword, please let me have a look at it. This place is magnificent, eh? The bones of dragons exuding awe. A dream come true. Ja, der gute Skirvir ist, oder Skirvir, ist
eher so der, ich sag mal, der feige Charakter. Also nicht der Patches feige, also sprich, ich bin einfach hinterhältig, sondern er ist eigentlich wirklich so, er hat eigentlich, will eigentlich gar nichts mit den Dämonen so zu tun haben, er will eigentlich nur, ja, ein bisschen hier erkunden, na, er ist ja auch der Wanderer, er ist ja nicht der Krieger, er ist ein Wanderer, aber er hat halt von den ganzen schönen Schätzen gehört, unter anderem, wie gesagt, diesem Tempel, der, um die Drachengebeine zu besänftigen, haben die diesen Tempel übrigens gebaut. Das muss man sich mal überlegen, die haben so tief gegraben, haben die Drachengebeine gefunden und die Drachengebeine waren sauer. Na, waren wahrscheinlich wie die Drachengebeine im Tempel vom, oder im Haus von Aldia in Dark Souls 2. Na, dieser Drache, dieser skeletthafte Drache, der einen noch angreift. Da sieht man mal, wie mächtig Drachen im Souls-Universum sind. Also generell, sowohl Demon's Souls als auch Dark Souls. Dass selbst ihre Gebeine noch einen gewissen Reiz und eine gewisse Macht haben, sozusagen. Also ein Skelett, ein simples Skelett, sozusagen. Und das findet er ziemlich cool. Eine gute Skill-Will und er sucht nach einer Klinge. Und zufällig, ganz zufällig, habe ich die Klinge... Nein, oder? Alter, ohne Spaß. Bin ich so bekloppt? Ich bin so bescheuert, liebe Freunde. Warum habe ich denn die Klinge... Warum habe ich denn den Drachenknochenbrecher, dem guten... Oh, warum habe ich den denn zu Stockpile Toms gegeben? Bin ich bekloppt? War ich da gleich geistig umnachtet? Obwohl, wir können den Knochenbrecher mal ablegen. Obwohl, wir können den Knochenbrecher mal ablegen. Obwohl, wir können den Knochenbrecher mal ablegen. Ich glaube, ich war da geistig umnachtet gerade. Ich habe da gerade wirklich nicht nachgedacht, dass ich die... Na, egal, wir sollen ihm zeigen, dann gibt er uns was Feines dafür, weil er will sie nur mal angucken, weil alle haben gesagt, das gibt's nicht, das Ding. Oder beziehungsweise es ist viel zu stumpf, ist eher ein Knüppel. Aber er will es unbedingt mal sehen, der gute Skillwehr. Liebe Freunde, dann schneide ich das raus, wie ich zu Stockpile Thomas gehe, das hole und nochmal dem Skillwehr das zeige. Das schneide ich raus, liebe Freunde, für euch. Weil das kann ja nicht sein. Ich bin ja wirklich, da bin ich ja wirklich der dümmste Mensch der Welt. No luck finding it, eh? Perhaps it's not there after all. Or it could have been melted in the lava. Tis a pity. Ja, egal, liebe Freunde. Gut, scheiß drauf, liebe Freunde. Ich gehe jetzt zum Kaltstein zurück. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann das Schwert wieder im Gepäck habe und zum Gürtel Skill wieder gehe. Bis dahin, tschüss, bis gleich. So viel dazu. So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich will gar nicht darüber anfangen, wie dumm das von mir war. Egal, liebe Freunde. Ich würde sagen, machen das, wofür wir hergekommen sind. Wir nehmen den Drachenknochenbrecher. Bin ich stark genug für eine einhändige Benutzung? Aber für die zweihändige Benutzung kann ich euch gleich mal das Moveset zeigen. Ist ein ziemlich geiles Moveset. Ja, seht ihr mal, was das für Ausdauer wegnimmt. Frum! Das war der leichte Angriff übrigens. Ja, der schwere Angriff ist nochmal was anderes. Pam! Pam! Und dann rammt er das so in den Boden. Das ist so gut. So ein gutes Schwert. So, lieber Skirvir, ich hab dir das was mitgebracht. Guck mal bitte. Egad! Oh, you! Demons, sorry friend, I have no interest. I love Boletaria for what she is. A place of odd wonders. Strange faces, wielding strange trinkets, hiding in strange places. I'm beginning to think Boletaria is better off now than it used to be. Don't tell anyone I said that. I could get myself into bother if I'm not careful.
Ja, da hat er uns noch mal kurz was erzählt, auf was er auf der Suche ist. Hallo, ich habe aber hier dieses Schwert. Das ist doch genauso was, was du suchst, mein Lieber. Wonderful. The arts of swordsmanship applied in a perfectly useless manner. Sehr schön. Oh, do not mind me. Thank you, it was a pleasure. Please, take this as a small show of thanks. Take care of that sword, will you? She's a beauty. So, einen reinen Graustein haben wir jetzt vom guten Skirvel bekommen. Ich glaube, das ist, wenn ich richtig liege, der einzige, den man im ganzen Spiel kriegt. Graustein, ne, macht die, ist für die, was ist nochmal Graustein? Ich glaube, Graustein ist für die schweren Waffen, also quasi für die Strength-Scaling-Waffen, ist der verfügbar. Und ist, glaube ich, der einzige reine, also pure Graustein, den man kriegt. Also quasi das höchste Item, was man braucht, um die Waffe auf plus 5 zu kriegen. Ja, die Waffe auf plus 5 zu kriegen, die dann extrem gut mit Stärke skaliert. So, noch irgendwas, mein guter Skillwill, wo wir gerade da sind? Take care of that sword. Nein, gut, alles klar. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, genug von diesem Schwert. Wir gehen zurück in den Nexus. Und wisst ihr was, liebe Freunde, da ich nur 100 komische Seelen habe, 163 Seelen, die mir vollkommen schnubbe sind, würde ich einfach mal sagen, wir benutzen unsere Nexus-Bindung. Da seht ihr das auch mal, wie das aussieht. Quasi das, der hat unser Dunkelzeichen oder Mal der Untoten aus Dark Souls quasi. Also wir kehren in den Nexus zurück. Verlieren aber dabei alle unsere Seelen. Aber das macht ja nichts, da wir ja nur 163 haben. So. Oh, liebe Freunde, das war, also, da war ich jetzt wirklich gerade wahrscheinlich komplett geistig umnachtet. Da habe ich wirklich, was ist da in mich gefahren? Ich kann es euch nicht sagen. So, liebe Freunde, wir haben 0 Seelen. Was eigentlich ganz okay ist, weil, wer braucht denn schon Seelen in dieser Welt? Seelen, Schmälen. Seelen sind Schmälen. Ich glaube, das war's für diesen Teil. Ja, wir machen ihn halt ein bisschen kürzer. Gott, was soll der Geiz? Dann machen wir ihn ein bisschen kürzer. Wir reden aber mal kurz mit allen. Habt ihr noch was Neues zu sagen? Du vielleicht noch, Frank? You have your wits about you. Surely you understand me. Hast du irgendwas eigentlich? We were wrong to assume that only demons could do demon work. Ja. Das ist richtig, weil Menschen können das auch. Menschen können auch grausam zu anderen Menschen sein. Ja, der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst, liebe Freunde. He has power. Achso, er erzählt da mir was über den goldenen Ältesten oder den goldenen Weisen, ne, den alten Mönch, den wir dann in Latria am Ende, quasi der Endboss von Latria, treffen. Übrigens interessant, dass bis auf, glaube ich, also meines Erachtens nach, bis auf den Endboss in Boletaria, im Boletarischen Palast, alle Endbosse weitaus leichter sind als die Zwischenbosse. Also der Drachengott ist, wenn man sich nicht so bescheuert anstellt wie ich in dem letzten Teil, kriegt man ihn ja auch in einem Rutsch durch, ne? Also der ist ja nicht mal ein Bosskampf, das ist eigentlich nur, du betätigst zwei Schalter und dann haust du nochmal kurz auf sein Horn drauf, obwohl er dagegen nichts machen kann. Ist ja eigentlich kein richtiger Bosskampf. Dasselbe gilt für den, es ist schon ein besserer Bosskampf in Latria, aber zum Beispiel auch der Bosskampf jetzt dann im Schrein der Schirme zum Beispiel ist auch kein richtiger Bosskampf, ist auch ein Gimmick-Bosskampf. Und der Bosskampf im Tal der Schändung, der Endbosskampf, der ist auch eigentlich, kann man ihn sehr sogar leicht cheesen, also richtig leicht cheesen. Also da muss man eigentlich auch nicht richtig kämpfen, sag ich mal. Man muss ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, da sind die Zwischenbosse schon weitaus härter. Aber egal. Achso, Quatsch. Kenn die Demon-Work. Okay, alles klar. I am fully prepared. Please fetch more demon souls. Es ist übrigens interessant, ne, dass sowohl Ed als auch Frake Dämonenseelen wollen. Weil eigentlich sind ja, also wir wollen ja alle Dämonenseelen, weil wenn wir Dämonenseelen haben, werden wir mächtiger. Und mächtig sein möchten wir, weil ansonsten verlieren wir ja unsere Menschlichkeit sozusagen, ja, wenn wir in Seelenform sind. Aber interessant ist es ja wirklich, dass sie das trotzdem alle haben wollen, weil man kann ja trotzdem dadurch zum Dämonen werden, wenn man selber Dämonenseelen in sich hat oder mit denen irgendwie herum experimentiert. Aber das scheint die irgendwie nicht zu stören. Weil am Ende endet man nämlich wie diese junge Dame hier. Denn die hat den wohl mächtigsten Dämon aller Zeiten in sich. Und damit er nicht rauskommt, haben sie ihr zum Beispiel die Augen in Wachs gehüllt. Aber egal. Das nächste Mal, liebe Freunde, nicht so viel Stümperei von mir. Ich weiß, das war jetzt keine so aufregende Episode, aber es gab wenigstens zu lachen.
weil ich total bekloppt war und fünfmal unnötig gestorben bin. Aber egal, liebe Freunde. Am nächsten Mal geht's dann... Ich weiß noch nicht, ob es zu Latria reingeht, weil das ist doch... Also der Boss in Latria, der uns dann erwartet in der Welt 3-2, der ist doch schon ziemlich hart. Und da will ich eigentlich mit gutem Equipment hin. Außer, apropos Equipment, vielleicht zeige ich euch meinen Upgrade-Marathon, wenn ich dann Waffen upgrade. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gehen wir zurück in den Stall der Stürme, weil wir haben ja noch, ne, mit den Patches und den Klerikern, eigentlich würde sich das anbieten thematisch, dass wir uns das jetzt mal angucken, was dort sich auf sich hat. Dann habe ich auch meinen Farm-Spot. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Schrein der Stürme. Und wir heben uns Latria auf. Weil Latria ist schon ein geiles Level. Das muss man einfach mal sagen. Vielleicht heben wir uns das auf. Ja, wir heben uns das auf. Und dann vielleicht Teil der Schändung. Ja, Latria sparen wir uns auf. Zumal, weil der Boss echt schwer ist. Da der jetzt dann bald dann kommt. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Elbe runter. Oder was für ein Fluss halt hier in Bordetaria fließt. Ich würde mich freuen, wenn ihr liked, kommentiert. Und falls noch nicht habt, noch ein Abo abschließt. Wir sehen uns in den nächsten Teilen. Auch in den nächsten Teilen von Demon's Souls. Und in den nächsten Videos. Bis dahin noch viel Spaß im Internet. Macht's gut und auf Wiedersehen.